Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Mittagessen mache ich selbstgemachte Gnocchi oder wie hat ihr die genannt? Galuschki oder Kletzki. Und das wird aus dem Kartoffelteig gemacht und so sieht er aus, wenn wir fertig sind. Opla, eine Variante habe ich gemacht mit dem Speck und Zwiebeln. So sieht er aus. Und die andere Variante habe ich mir den Salbei-Butter einfach gemacht. Butter und ein bisschen Salbei da angebraten und so wird man servieren und schmeckt es wirklich so lecker. Und wenn ihr das selber probiert zu machen, wird ihr wirklich feststellen, wie lecker schmecken die selbstgemachte als die gekaufte. Und so kompliziert ist es wirklich absolut nicht. Und serviere ich heute meine fermentierte Gemüse, welche habe ich vor einem Jahr fermentiert. Und was kann ich von meiner eigenen Meinung sagen, dass ich mag, ich persönlich mag fermentierte, harte Gemüse. Das ist schon knackig und so. Und hier habe ich noch dazu gegeben Paprika. Und Paprika ist das wirklich nicht meins zum lange fermentieren. Vielleicht kurz fermentieren, dass die noch nicht so schnell weich werden, es ist okay, aber wenn die so lange fermentiert werden, die dann so weich und das ist gar nichts mein Geschmack. Ich mag am besten lieber knackige. Nur einfach so Hinweis, wenn ihr genau so einen Geschmack habt wie ich. Schön knackig. So, liebe Freunde, und jetzt zeige ich euch, wie habe ich meine Galuschki gemacht. Zuerst werden wir Kartoffel kochen. Ich habe ihn schon geschält und klein geschnitten, dass er schneller kocht. Und gebe gleich heißes Wasser aus Wasserkocher, weil ich habe gerade Wasser gekocht für meinen Tee. Und dann habe ich noch Wasser. Machen wir nicht ganz voll, das Wasser gar schon ein bisschen zu viel. Muss ich ein bisschen absieben und stellen wir weich kochen. Das wird dauern so ungefähr 20-30 Minuten. Und am besten für dieses Gericht mehlkochende Kartoffeln nehmen. Oder eventuell vorwiegend feste Kartoffeln. Kein wirklich fest kochende Kartoffeln, welche besser für Salate als für solche Gerichte. Gebe ich auch dann Salz dazu und kochen wir in Salzwasser weich. Für diese 500 Gramm schon geschälte Kartoffel, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, den Vorrat machen, könnt ihr auch gleich mehr machen. Wenn ihr schon diese Arbeit macht, diese Norm verdoppelt oder verdreifachen, weil die Knochen, wenn man die fertig gemacht hat, kann man die etwas antrocknen an den Brettchen oder an den bemehlten Tuch und danach einfrieren und dann habt ihr natürlich ein fertiges schon sozusagen Gericht, welches braucht ihr nur ins Wasser geben, ein paar Minuten köcheln lassen und habt ihr schon euer Essen auf dem Tisch. Natürlich, wenn ihr dafür so viel Platz im Gefrierschrank habt. Für diese 500 Gramm Kartoffel habe ich jetzt zwei Eidotter vorbereitet. Wenn ihr wisst nicht, was ihr dann mit dem Eiweiß macht, könnt ihr einfach nur ein Ei nehmen. Nach meiner Meinung, wenn man Eidotter nimmt, dann der Teig hat angenehme Farbe, diese etwas gelbliche und nicht blasse. Aber eventuell ist auch nicht falsch, wenn ihr nur einfach ein Ei nimmt. Dann ganz weiche Butter oder geschmolzene Butter. Und dann für diese 500 Gramm Kartoffeln habe ich mir jetzt nur 150 Gramm Mehl abgewogen, dass der Teig nicht zu fest und zäh wird. Danach dann auch die Knochen schmecken viel besser, wenn wir nicht zu viel Mehl reinstopfen. Und beim Kneten oder die Formen kann man immer auf die Fläche noch ein bisschen Mehl dazu geben, dass alles nicht an den Tisch gelegt. So, zum Würzen nehme ich nur Muskatnuss und schwarze Pfeffer, natürlich auch ein bisschen Salz. So, und jetzt warten wir erstmal auf unsere Kartoffeln. So, liebe Freunde, ich habe euch meinen Keller gezeigt und ich habe euch diese auch Glas gezeigt. Und jetzt ist an die Zeit, diese Glas aufzumachen und mal schauen, wie das alles sich verhält. Und naja, Stunde der Wahrheit. Durch das, diese Folie, diesen Beutel hier, habt ihr bestimmt nicht gehört, diese Psst. Aber es ist Luft rausgegangen und natürlich riecht jetzt so, wie es es erwartet, etwas nach so Kohl. Jetzt nehme ich diese Tellerchen
Und habe ich noch hier einen kleinen Deckel drauf gemacht, weil ihr könnt nicht das runter bekommen, weil es ist sehr wichtig, dass alles unter dem Wasser steht. Mache ich auch aber Rand sauber, weil das Glas stand im Keller. Und natürlich hier unter dem Deckel oder unter der Folie kriegt die Feuchtigkeit oder sowas. Deswegen lieber, das mache ich alles ab, sauber. Aber das ist alles nur außen. Innen ist da nichts. Kann ich jetzt euch auch beweisen, wenn ich jetzt mit dem Tuch gehe, es ist alles sauber. So, jetzt holen wir unsere Gemüse raus. Oben drauf habe ich ein großes Kohlblatt draufgelegt, das ist ein bisschen so alles so bedeckt. Und drunter, dann sind meine Gemüse. Und wenn die jetzt schlecht geworden wäre, wurde diese Flüssigkeit, so ziehen sich wie so, Entschuldigung, wenn ich darf sagen, so wie eine Rotze. Die Gemüse werden dann richtig so weich und klitschig und so weiter. Wenn es dann so entfällt, dann musst du Glas entsorgen. Schaut in meine Gemüse, das Wasser ist richtig klar. Es zieht sich da gar nichts, kann ich euch sogar zeigen, ganz normales Wasser. Salzwasser. Und die Gemüse sind richtig fest und knackig. Hört mal bitte zu. Schmeckt sehr gut. Etwas scharf, weil ich habe wieder Chili sehr viel reingemacht. Aber ich mag diese Schärfe. Und natürlich, wie habe ich schon gesagt, als Lena dieses Glas steht, als wird es immer säuerlicher. Besonders, wenn wir jetzt ihn aufgemacht haben, dann müssen wir ihn schnell wie möglich so verbrauchen. Weil jetzt ist Luft reingekommen und dann wird es wirklich ziemlich schnell sehr sauer. Ich werde dieses Glas jetzt in die kleineren Gläser aufteilen und an meine Kinder geben. Dann habe ich auch Besuch, das wird was weggehen. Und ein Gläschen stelle ich einfach für mich in den Kühlschrank. Und dann in die nächste ein, zwei Wochen wird das alles weg. Das kann man jetzt auch klein schneiden und ein bisschen Olivenöl dazu geben. Kann man auch sogar jetzt so eine kleine Zwiebel, so Schalotte klein schneiden und dazu geben und als Salat servieren. Und zum Beispiel auf Buffet oder auf irgendwelche Feste, das sieht auch sehr toll auf dem Tisch und wird sehr gut weggegessen. So, liebe Freunde, für die, welche mir mal geschrieben, ach Luba, das wird doch gar nicht funktionieren. Luba, du machst das alles falsch. Luba, das geht so nicht. Das ist jetzt heute mein Beweis für euch. Doch, das geht. Und ich bin schon nicht die Jüngste und das habe ich schon nicht das erste Mal gemacht. Und ich lebe noch und ich bin Gott sei Dank noch auch gesund. Und es ist keiner von meinen Familien oder von meinen bekannten Verwandten, was passiert, obwohl die machen genauso wie ich. Das ist eine alte Methode, aber die ist auch wirklich auch sicher. So, liebe Freunde, heute zu meinen Knochen gibt es auch so einen Teller fermentierte Gemüse mit ein bisschen Olivenöl obendrauf dazu. Es wird wieder ein langes Video, aber ich wollte unbedingt euch es zeigen. So, liebe Freunde, aber jetzt machen wir dann weiter. Also, liebe Freunde, was wollte ich noch kurz sagen? Wenn euch eure Gemüse wirklich zu sauer, dass ihr könnt ihr gar nicht so essen, das passiert manchmal, das so geht so toll nach, wenn es besonders irgendwo in die Wärme steht. Im Keller passiert das weniger. Die Gemüse jetzt haben eine richtige gute Konsistenz jetzt. Sogar nach einem Jahr habe ich eigentlich erwartet, dass die werden viel sauer. Aber es ist wirklich nicht passiert, nur dank unserer kühlen Keller. Wenn es aber so ein Fall ist, kann man einfach im kalten Wasser so 15, 20 Minuten oder so wie euer Geschmack ist, einfach diese Säure rausziehen mit dem Wasser. Einfach dann Wasser absieben und die Gemüse dann normal servieren. Nur ein kleiner Tipp, wenn euer Gemüse zu sauer für euch geworden. Das kann man sogar mit dem Sauerkraut machen. Wenn die zu sauer geworden, erstmal in Wasser reinlegen, im kalten Wasser, dann absieben, ausdrücken Sauerkraut und dann kann man die oder für Salate oder für Suppe oder für Schmoren verwenden und die ist dann nicht so sauer. So, Kartoffeln haben wir jetzt fertig gekocht und werden wir so leicht zerstoßen.
Und lassen wir ihn so ein bisschen so abkühlen, aber nicht kalt werden lassen. Wenn wir kalt werden lassen, dann müssen wir mehr Mehl dazugeben und es wird dann der Teig so zäh, klebrig sein. Deswegen machen wir ihn noch so grob erstmal. Wenn ihr natürlich Kartoffelpresse habt, dann nehmt die Kartoffelpresse, ist noch besser und feiner. Und lasse nun so ein bisschen abkühlen, dass ich hier jetzt noch Ei reinmachen kann und natürlich auch dann später mit den Händen zerkneten können. Lasse erstmal so und ein paar Minuten abkühlen. Aber denkt dran, nicht zu kalt lassen. Ihr könnt ja ein, zwei Mal so umrühren, dass es mal etwas schneller ausdampft. So, es sind jetzt schon 5 Minuten vergangen und es fühlt sich schon gut. Es ist heiß, aber nicht kochen heiß. So, nochmal zerstoßen, dass richtig schöne feine Brei ist. Und wenn ihr so eine größere Mähne macht, natürlich könnt ihr dann einfach auf die Arbeitsplatte es machen. Einfach schön bemehlen und dann Kartoffelteig drauf machen. Ich mache es nicht viel, deswegen nehme ich einfach, gebe das so in die Schüssel rein. Die Schüssel ist auch kalt, dann geht es schnell alles. Mache ein bisschen den Kartoffelbrei auseinander und mache in der Mitte so eine Mulde, wo ich dann gebe den Ei, Eidotter oder Ei, geschmolzene Butter und das Mehl. Das Mehl verteilen wir auf ganze Mähne. Und mache ich erstmal mit den Spaten und dann mit der Hand. So. Jetzt nehme ich Hand, es ist jetzt nicht mehr heiß, nur wirklich warm. Der Teig soll wirklich richtig schön weich, kann man sagen, fluffig bleiben. Nicht zu viel Mehl reinstopfen. Jetzt geben wir zusätzliche Mehl. Die habe ich nicht abgewogen, aber ich weiß zum Beispiel, dass mein, dieser Messlöffel, ist 15 Gramm. Da kann ich für euch, wenn ihr wollt, auch das reinschreiben, was wir noch dazu brauchen. Holen wir unseren Teig jetzt auf den Tisch und formen einfach. So, schaut, er ist schon nichts mehr klebrig, richtig ein sehr guter, feiner Teig. Und wenn noch ein bisschen klebt, dann macht ihr einfach so wie ein Puder an den Tisch. So, ich wasche erstmal meine Hände, dass es alles an die Reste nicht klebt und machen wir dann weiter. Ach meine Lieben, ich bin total heute verpeilt. Ich habe doch meine Gewürze vergessen. Und das musst ihr rein. Bisschen Pfeffer. Das musst ihr alles mit dem Ei und Butter alles reingeben. Ja, da gibt es solche manchmal Tage, wo wirklich steht daneben. Jetzt muss ich das nochmal reinkneten. Und ein bisschen Salz nehme ich auch, aber ein bisschen vorsichtig, weil wir in Salzwasser Kartoffeln gekocht. Und werden wir noch die in Salzwasser kochen. So, jetzt muss ich nochmal Teig nochmal kneten. Und das ist schon nicht so ganz gut, weil dann muss ich wieder ein bisschen Mehl nehmen, was ich eigentlich wollte nicht. Es tut mir leid. Denk bitte dran. So, ich glaube, das wird schon alles verteilt. So, jetzt machen wir zu einer Rolle, dass wir es besser und einfacher können machen. Können wir auch auf 3 Teile machen, dann haben wir mehr Platz. Die Größe von den Knochen müsst ihr dann selber dann denken. Wie wollt ihr die haben? Klein, großer? Wir haben in meiner Heimat gab es solche Variante. Wir haben dann so einen Teig genommen und dann haben wir das mit den Händen so abgeknipst, so wie es wäre, und ins Wasser sozusagen geschmissen. Und wenn die dann aufgekocht sind und nach oben gegangen, waren die fertig. Dann könnte man mal so machen, dass mal so zu Kugelchen rollt und dann einfach mit den Fingern, bemehlten Fingern, in die Mitte so eine kleine Vertieferung macht. Das war's, wenn mal mit den schönen Soße serviert wurde, dann könnte man schön mit die Soße so reinzumachen. Auch eine schöne Variante. Oder natürlich, wie es ist hier jetzt gewöhnt, diese italienische Variante mit den Gabel. Oder nimmt es an die Hand, wer was bequem ist, und macht diese Muster
typische Muster. Oder kann man auch es auch auf dem Tisch machen. Ein bisschen den Mehl und dann einfach ziehen und so machen. Legt man dann die oder auf so ein Holzbrett, nicht auf Plastikbrett, auf Holzbrett. Dann können die oben richtig schön antrocknen und dann, wenn wir die kochen, werden nicht so stark miteinander verkleben. Und ihr könnt natürlich aussuchen, eure Variante, wie gerne möchtet ihr das haben. Und der Teig ist wirklich sehr, sehr weich. Ihr merkt, dass es ab und zu sogar klebt an den Gabel, aber lieber so, als wir noch mehr Mehl reinmachen und die werden dann fest. Die sollen richtig schön so weich und fluffig sein. So, mit meinen Gnocchi oder wie die nennen Galuschke bin ich fertig. Habe ich jetzt auf zwei Brettchen so vorbereitet. Und jetzt können wir schon ans Herd gehen und die natürlich auch kochen. Ich serviere heute die Gnocchi in zwei Varianten. Einmal mit den angebratenen Speck und Zwiebeln und einmal einfach so Butter und die Salbeiblätter, frische Salbeiblätter reinmachen. Auch schmeckt sehr wunderbar lecker. Und weil ich jetzt auf dem Balkon habe, so ein wunderbares Salbei, deswegen möchte ich gerne lieber mit Salbei machen. So, wir gehen jetzt an den Herd und bereiten wir unser Mittagessen zu. So, ich habe jetzt drei Sachen hier auf dem Herd stehen lassen. Das Wasser steht zum Kochen von den Gnocchi. Gebe ich jetzt noch Salz dazu. Und das wird ziemlich schnell zubereitet. Wir brauchen 2-3 Minuten. Lena auch nicht. Lassen wir Wasser richtig aufkochen. So, und hier habe ich jetzt für Salbei habe ich nur Butter jetzt schmelzen lassen. Und dann, wenn es richtig heiß wird, werde ich Salbeiblättchen dazu geben. Und hier habe ich jetzt ein ganz bisschen Öl dazu gegeben, so das Wasser kocht. Aber ich warte mal ein Minütchen, dass mein Butter fertig ist. Hier kann ich schon geben den Zwiebeln. Hier auch schon Salbeiblättchen. Nur nicht verbrennen. So, und hier jetzt vorsichtig machen wir unsere Gnocchi. Zwischendurch immer wieder umrühren, dass die nicht am Boden kleben. Und rein damit. Den Butter kann ich jetzt schon ausmachen. Und wenn ihr wollt nicht alle kochen, wie gesagt, kann man die dann so auf die Brändchen erstmal anfrieren lassen und dann einfach in den Beutel reinmachen. So, und gebe auch dazu Speckwürfelchen ganz kurz anbraten, nicht schwarz machen und ausmachen. So, unsere Knochen köcheln schon 2,5 Minuten und die sind alle nach oben gegangen. Das heißt, die sind fertig. Nicht verkochen, weil wir Teig machen, nicht so ganz feste, sondern richtig schöne weiche. Ich habe jetzt in meinen Teller so eine Schale hier runtergelegt und wenn ich das die jetzt abmache und es ein bisschen trotzdem Wasser, Kochwasser bleibt, dann bleibt sie unter der Schale und die liegen dann nicht im Wasser. So, schaut. Lecker. Und wenn ihr mal selber macht, dann wird es vergleichen. Es ist kein Vergleich mit den harten, festen, gekauften Knochen. So lecker. Und so kompliziert ist das auch nicht. So, meine Lieben, jetzt können wir auch servieren. Geben wir uns so viel Knochen, was wir brauchen. Für eine Variante und für die andere. So, und servieren wir eine mit dem Speck und Zwiebeln, auch ein bisschen Fett dazu und so sieht es aus. Auch sehr appetitlich und wenn jetzt übrige bleiben, dann kann man die auch im Butter dann später anbraten. Und die serviere ich mit Salbeibutter. So, noch ein.
Blättchen und voilà. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig? Haben wir uns heute zum Mittagessen unsere selbstgemachte Gnocchi oder wie die nennen, Galuschke gemacht und schmeckt sehr, sehr lecker. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachgemacht habt, wie hat es euch geschmeckt hat, ob überhaupt euch es geschmeckt hat, weil eigentlich aufwendig ist das nicht, aber schmeckt wirklich viel besser als gekauft. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!